Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider in Part 22. Im letzten Part haben wir hier vor dem Turmeingang beendet. Den letzten Part, nicht im letzten Part. Die Akropolis. Finden Sie den Weg zur Akropolis? Okay. Ich schleiche mich mal hier durch die Tür. Hier brennt ein bisschen was, hier liegen Äpfel rum. Easy. Sieht aus wie ein altes, in Brand geratenes Jacob, das Lagerhaus. ist das einzige Checken. Haus hier. Ich spüre einen Checken. Magen. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Okay, hier kann ich nicht hin. Aber ich kann hier runter vielleicht. Ja. So sieht's aus. Hier kann ich runter tatsächlich. Was haben wir denn hier? Eine Lampe, die ich nehmen und werfen könnte. Bin mir gerade nur nicht sicher, ob ich sie wirklich brauche. Ich will die nicht werfen, aber wenn ich mich festhalten will, ja, war klar. Okay, da kommt schon mal Licht durch. Ach, wow, ja, da kommt Licht durch. Ich kann auch hier durchgehen. Haha, keck. Muss man natürlich erstmal gesehen haben. So, dann mal über den Baumstamm. Und rüber. So, jetzt sind wir wo? In irgendeiner Ruine. Das ist richtig. Aha, hier kann ich hoch. Und da ist Wasser. So, sind deine Haare nass, haha. Geronimo! Wow! Madame, es war aber gefährlich. Was soll das denn? Du musst doch hier hoch. Genau. Jetzt müssen wir hier runter. So, jetzt können wir hier weiterlaufen. Alles klar. So, hier ist eine. Genau das habe ich gesucht. Dann können wir hier hochklettern. Und bloß nicht nach unten gucken. Das sieht aus wie Wasser. Hier wieder einen legendären Ausblick, wenn diese scheiß Helis mal verschwinden. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Da ist der Turm, wo wir oben wahrscheinlich da ganz oben irgendwas finden, was uns helfen soll. Höchstwahrscheinlich irgendeine Art Karte. Ha, okay. Interessant. So, wir können hier runter. Mal schauen, wo wir hier gleich hin müssen. Ich denke mal, hier wird schon richtig sein. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht genau. Oh, Cutscene. Der Hof ist klar. Was sollen wir mit diesen Gefangenen machen? Erlacht sie! Nicht schießen! Ein Verfehl. Ab jetzt sei gründlicher. Wir werden angegriffen. Feuer gedeckt. Ich sollte mich verpissen, vielleicht. Wenigstens für einen Augenblick. Boah, Alter, hast du einen Arsch auf, Mann? Piss dich da. Ich muss mich erst heilen, sonst bin ich gleich tot. Ey, Mann, stirb doch. Da lebt noch irgendwo einer.
Ich mache mich auf die Suche nach dem. Stirb, du nervst. Munition klauen hier, Schrotflinte, andere Munition. Das ist keiner von denen, aber das hier bestimmt. Ja. Ganz viel Schrotflinte. Brauchen wir das überhaupt? Wir brauchen neue Pfeile. Man weiß ja nie, ich mach lieber noch ein paar mehr. So. Gehen wir erstmal ein bisschen auf die. Ja, wow. Okay. Das war schon minimal unnötig. Die Frage ist, ob wir da jetzt wirklich nur 4 bekommen haben oder ob wir nach den 4 einfach keine mehr tragen konnten. Aber wen interessiert's? Ich habe nur irgendwie immer das Gefühl, nachdem hier die kleine Schießerei vorbei ist, geht irgendwo eine Tür auf und da kommen dann irgendwelche gepanzerten Arschköpfe mit Schilden raus. Ist natürlich immer kacke. So, ich glaube, da können wir nicht durch. Ich muss dann hier durch wahrscheinlich, ja, durch den Markt. Oder diesen Bazar oder was auch immer das ist. Ja. Leute, ihr müsstet das Spiel auf dem PC spielen. Oder ich müsste es auf dem PC spielen, sagen wir es mal so. So, weil da wäre ich nämlich eindeutig besser. Und mit eindeutig meine ich mega besser. Naja, Problem bei meiner Tastatur ist halt, dass ich so eine mechanische Tastatur habe. Und die wahrscheinlich ziemlich laut sein dürfte. Den gönne ich mir eben. Werden wir nicht. Ihr werdet jetzt beschossen. Zack. Zack. Und zack. Ich glaube, das war's. Oder habe ich einen übersehen? Nö. Sie sind alle down. Und das, was ich von denen plündern kann, habe ich alles schon zu Genüge. Das heißt, scheiß mal auf den Bogen. Ich mache hier Rambazamba gleich. Shit. Ich wollte gerade sagen, das wurde mir gar nicht angezeigt. Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was ich... Das war ich. Wer soll es sonst gewesen sein? Nerv mich nicht. So, Pilze brauche ich nicht. So, da die 4 Schuss, die ich verbraucht habe. Also ich glaube, an Munition mangelt es einem in diesem Spiel wirklich nicht. Außer man ist derbe schlecht. Also noch schlechter als ich und das wäre schon was. Momentan komme ich recht gut durch. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass ich mich langsam an die Konsolensteuerung gewöhne. Trotzdem werde ich nie ein Konsolenshooter. Ich glaube dir. Und wenn wir dich weiter prügeln, bis du aufhörst zu atmen. So, weißt du. Wir haben Zeitkontakt! Brauche Verstärkung! Ja, hier, schon richtig. Ich muss mir die Augen aufmachen. Schnauze da hinten, du nervst. Stirb! Mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Ah, na gut, dann machen wir mal die Katakomben klar. So, das war... Genau, von hier sind wir gekommen. Hier können wir so nichts machen. Ich krieg sie von hier nicht auf. Sie muss von drüben versperrt sein. Na und? Eine Schrotflinte, Mann. Ich bring dich hier weg. Halt durch. Die ich hier nicht verwenden kann, weil hier ein geschütztes Gebiet ist. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Es ist bald vorbei. Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht.
Okay. Ja, von hier können wir auf jeden Fall nichts machen. Ja, es gibt einen Weg hier raus, aber ich weiß nicht, ob ich den von hier... Oh, Licht, ey, blende mich nicht so. Also von hier kann ich, wie es aussieht, nichts machen. Das heißt, ich muss wieder zurück und von außen einen anderen Weg finden. Weil ich glaube, das war der einzige Weg, den ich gesehen habe. Ja, genau, hier war Wasser, da konnten wir nicht weiter. Da bin ich dann rein, nachdem ich hier durch die Decke gefallen bin. Ja, und wo es hier auch nicht weiter ging. Also es muss auf jeden Fall ein Weg bei denen sein. Da ich kann ja hier nichts machen. Na dann lass mich mal hier genauer investigaten, was hier so ist. Also ich kann da nicht hochgehen. Ich muss mich ausruhen. Einen kleinen Moment. Da ist alles zu. Jetzt bin ich echt minimal überfragt, was ich hier tun kann. Ja, ist ja gut, ich hau ja schon ab. Steht da schon so, hier ist der Ausgang, guck mal, hey. Vielleicht kann ich das Tor hier öffnen irgendwie. Also wie es aussieht, nicht. Nö, ich komme da nicht ran. Was sagt denn mein Überlebensinstinkt? Er sagt, ich muss da wieder zurück. Na, du hältst wahrscheinlich auch nur Wache und guckst, ob da was kommt. Da ist doch safe wieder irgendwas, was ich mega blind übersehen habe. Sie ist von da drüben versperrt. Wow, ja, das muss man wirklich erstmal sehen. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe es nicht bemerkt. Tja. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen. Ha, ich wusste, es gab sowas. Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Okay. Was zum Untersuchen, denke ich mal, ist hier nicht so weit, das aussah. Ich werde mal kurz. Wie wähle ich denn die Granaten aus? Achso, da waren sie hier. Ist das jetzt Öl? Damit ich meine Feuerpfeile herstellen kann, ne? Oder wie sieht das aus? Ja, ist okay. Kann ich mit leben. So, jetzt habe ich das ja hier gemacht. Dann kann ich ja hier wieder hoch. Und mal mit den Granatenpfeilen da durchschießen. Weg von der Tür! Hey, das hat ja funktioniert. Geil. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Ja, easy. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin.
Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Ja, so kann man das natürlich auch machen. Nutzen Sie Ihr Inventarmenü, um Granatenpfeile herzustellen. Ich kann aber auch so welche herstellen. Jetzt habe ich einen Granatenpfeil hergestellt. Feuerpfeile kann man 3 haben. Oder so ähnlich. Ne, 4 sogar. Das ist ja cool. Kann ich von anderen auch mehr tragen? Ne. Von Giftpfeilen auch nicht, nur von Feuerpfeilen. Ja, cool. Aber scheiß drauf. Ich werde sowieso Feuer nehmen. Weil ich Granaten nur dann benutze, wenn es wirklich dringend wird. Ja, alles klar. Ist doch schon mal was. Jetzt haben wir die schon mal befreit. Sophia traut uns endlich mal. Was haben wir denn hier? Nachladegeschwindigkeit. Geölter Schacht. Ja, okay. Was haben wir hier? Laufverlängerung. Aha. Aha. Nehmen wir. Mehr Schaden ist immer gut. Auch wenn es im Endeffekt nicht viel bringt. Wir haben noch eine andere, die heißt Vorbote. Vollautomatische Schrotflinte, die das jüngste Gericht ankündigt. Aha. Viel weniger Schaden. Und weniger Rückstoßstabilität. Dafür schnellere Schussfrequenz, Munitionskapazität und Nachladegeschwindigkeit. Das ist mir eigentlich völlig Wurst. Ich weiß gar nicht, warum die hier Pumpgun heißt und nicht Schrotflinte. Aber gut, soll mich nicht stören. Lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Sag ich mal. Unsere Waffen sind sowieso top. Von daher brauchen wir da nicht mehr allzu viel machen. Wir haben hier noch 2 Skillpunkte unverteilt, die wir auch brauchen, bis wir Ausweichkillmeister machen können. Jetzt haben wir hier lautlose Landung, das ist gar nicht mal so schlecht. Und tödliche Präzision. Exekutionen sind viel schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Okay, das ist vielleicht ganz praktisch. Ich glaube, das war das erste Mal eben, dass ich das eingesetzt habe, jemals. Verbinden Sie Wunden schneller. Ja, ist okay. So, was haben wir hier noch? Adrenalin, erledigen einen erfolgreichen lautlosen Kill, kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Boah, das ist geil. Herzausstellung erledigen erheblich weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe in den Feldverschützungsmitteln. Boah, das ist cool. Das ist auch gut. Den Gegner geräuschlos ohne Feinde in der Nähe zu handeln. Das ist auch richtig geil. Kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde, wenn sie im Kampf Wunden gesorgt haben. Ha. Das ist auch nicht schlecht, aber das ist eher was, was ich, sagen wir mal, sekundär brauche. Ich finde geräuschloser Killer, Ausweichkillmeister und Adrenalin weitaus besser. Dann hier natürlich auch nochmal weniger Schaden. Das ist ganz cool, wenn er wieder so Flammenwerfer-Arschgesichtern gegenübersteht, aber sonst eher unnötig. So, wir brauchen hier Doppelschuss, Dreifachschuss. Was ist das denn hier? Gleichzeitig bist du 2 Pfeile auf einmal ab. Ach ja, genau das war das ja. Wo ich mir dachte, die versauen meinen Killstreak. Ja, ist einfach mega kacke. Zielgelenkte Schüsse beim Dreifachschuss visieren nun automatisch den Kopf anstatt des Körpers an. Das wäre richtig geil. Das heißt, wir müssen das hier skillen und das. Die nächsten 3 Punkte landen im Kampfbaum. Auf jeden Fall. Auto-Aim-Kopfschüsse, Mann. Ist das nicht der Shit? Genau das, was ich brauche auf dieser Kack-Konsole. So, nee, halt, hier kam ich her. Ich muss hier lang. Gehen wir mal hier hoch. Und durch diese riesige Tür können wir wahrscheinlich nicht gehen. War klar. Weil wir können nur Outdoor. Häuser und so sind richtig Mainstream. Das benutzt jeder und das mag sie überhaupt nicht. Ja, und jetzt bricht es trotzdem ein und du musst dich mega schnell festhalten. Knappe Kiste. Hui, das hast du gut gemacht. Lara, ich bin hier, aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf sich.